liebe Leute, Theo hier. Heute begrüße ich euch recht herzlich zu einer Top-Liste, die ich schon länger machen wollte. Und zwar hatte ich ja schon öfter so nervige Gegner in Mario vorgestellt, aber heute will ich euch mal meine Top 5 Hassgegner vorstellen, die ich absolut hasse. Wenn sie mir über den Weg laufen in irgendeinem Mario-Spiel, dann drehe ich einfach durch, dann will ich am liebsten schnell weg von denen, weil ich sie einfach hasse. Und natürlich seid ihr auch gefragt, schreibt eure Meinung in die Kommentare, was sind eure Top 5 Hassgegner aus den Mario-Spielen. Und solltest du noch kein Abonnent sein, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Ich würde sagen, wir fangen an jetzt mit dem 5. Platz. Viel Spaß! Auf Platz 5 habe ich die Boos, Leute. Ich hasse Boos. Also wirklich, das sind Gegner, die ich nicht abkann, weil sie einfach immer so hinterhältig sind. Wenn man ihnen den Rücken zudreht, dass sie dann ankommen. Und damals als Kind habe ich wirklich ein bisschen Angst vor ihnen gehabt, weil die einfach immer kommen, wenn man ihnen den Rücken zudreht. Das ist ja so das Schlimmste überhaupt. Stell dir mal vor, ihr wärt Mario und euch würde immer jemand angreifen wollen, beziehungsweise jemand kommt immer näher, wenn du ihnen den Rücken zudrehst. Das erste Mal sind sie in Mario Bros. 3 aufgetreten, 1988. Und sie gehören jetzt schon zum Standardinventar an Gegnern aus Mario-Spielen dazu. Ich muss ganz ehrlich sagen, Boo-Level sowie auch den König der Boos, ich mag die alle nicht. Auf Platz 4 habe ich eine Gegnerart, die ihr wahrscheinlich nicht mal richtig mit Namen kennt. Und zwar heißen sie Munchers. Und das sind diese komischen Möchtegern-Piranha-Pflanzen, sag ich mal, so eine schwarzen Dinger. Und sie sind eigentlich nicht mal ein richtiger Gegner für mich. Sie sind ein Gegner, aber ganz ehrlich, für mich zählen die eigentlich mehr zur Map dazu. Und das sind so kleine Piranha-Pflanzen, die auf dem Boden fest sind und wo Mario direkt stirbt, wenn er sie berührt. Und deswegen, Leute, die sind so klein und hinterhältig. Und ich hasse diese Level, wo die auf dem Boden kleben oder an den Wänden und man nicht dagegen kommen darf. Auch die sind das allererste Mal in Super Mario Bros. 3 aufgetreten, 1988, genau wie die Boos. Aber die Munchers sind einfach so klein und hinterhältig. Man kann sie nicht besiegen. Das ist das Schlimmste an der ganzen Sache. Auf Platz 3 meiner Top 5 Hassgegnern habe ich die Hammerbrüder. Und zwar warum? Erstmal, sie sind einfach unendlich schwer zu besiegen. Zumindest als Kind. Heutzutage habe ich schon meine Taktiken, wie ich einen Hammerbruder auslöschen kann. Aber damals als Kind weiß ich noch, diese ganzen Hämmer, die da wegfliegen, so viele hintereinander und da war kaum eine Lücke, um da mal durchzukommen, um ihn zu besiegen. Das erste Mal sind sie in Super Mario Bros. Aufgetreten. 1987, ganz am Anfang im ersten Mario-Spiel schon waren sie am Start. Und ein Hammer bedeutet gleich Tod, beziehungsweise ein Power-Up weg. Sie gehören zwar zu der Koopa-Spezies, sie sind ja eigentlich Koopas, mit Helm und Springen und schmeißen Hammer, aber trotzdem sind sie somit die stärksten Gegner, Normalo-Gegner letztendlich aus den Mario-Spielen, die schon seit Tag 1 letztendlich dabei sind. Aber ganz ehrlich, ich würde jederzeit einen Hammerbruder aus dem Weg gehen, wenn ich kann. Auf Platz 2 meiner Top 5 Hassgegnern haben wir wieder einen Charakter, beziehungsweise einen Gegner aus Super Mario Bros. 3. Ich merke gerade, dass Super Mario Bros. 3 die schlimmsten Mario-Gegner, die ich am meisten hasse, eingeführt hat. Und zwar der gute Bullseye-Bill. Sprich, diese Raketen-Bullet-Bills, diese roten, die einfach Mario verfolgen. Und das kann ich in Spielen nicht ab. Gegner, die einen verfolgen. Deswegen hasse ich die Boos ja auch so, weil die Mario einfach immer weiter verfolgen. Und dann gerade diese bösen Raketen, diese Bullet-Bills, die einfach auf einen zufliegen. Und meistens kamen die auch nicht alleine. Da kamen dann ohne Ende viele an. Und deswegen, Leute, Gegner, die einen verfolgen und das wirklich, was Geschwindigkeit angeht, sind die Bullet-Bills, die Bullseye-Bullet-Bills ganz vorne dabei und deswegen hasse ich sie einfach und deswegen Platz 2. Auf Platz 1 haben wir einen Charakter, der eigentlich gar kein richtiger Bösewicht ist, aber trotzdem hasse ich ihn, wenn er in Mario-Spielen vorkommt, und zwar der gute Lakito. Eigentlich viele mögen ihn und zwar Mario Kart hilft er ein und so, natürlich, ich weiß, an sich ist Lakito kein böser Typ, aber wenn er dann 2D-Mario-Spielen oft ein Bösewicht ist, sozusagen, wie zum Beispiel bei seinem ersten Auftritt in Super Mario Bros. 1985, dann hasse ich ihn wirklich sehr, weil das ist wirklich der Schlimmste überhaupt. Wie gesagt, er verfolgt einen auch die ganze Zeit, schmeißt Stachis auf einen oder sonstigen Gedöns, was auch in den neuen Spielen vorkommt, und lässt einen nicht in Ruhe. Man muss ihn da oben von seiner Wolke runterprügeln. Das ist die einzige Chance, um ihn zu entkommen, weil ansonsten schmeißt er einfach die Stachis oder Feuerbälle oder sonstigen Mist auf einen. Warum macht er das? Warum macht er das? Er ist zwar auch ein Koopa an sich, er gehört zu der Spezies der Koopa und wahrscheinlich ist er dann auch ein Anhänger von Bowser, wenn er ein Koopa ist, aber er sieht wirklich eigentlich sehr lieb aus, aber ist dann trotzdem einer der schlimmsten Gegner überhaupt. Ja, Leute, das war meine Top 5 Hassgegner aus Mario Spiel. Bitte schreibt eure Hassgegner bitte in die Kommentare, dann bin ich jetzt raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch, Leute. Haut rein, ciao und tschüss, euer Theo.